So, und zwar sind es einmal hier so Stempel mit so Schrift. Dann so News, so Newsstreifen und Zahlen und dann hier noch so Tickets. Finde ich mega cool. Dann ein Set mit Knöpfen und Sicherheitsnadeln. Dann ein Set. Wegen denen habe ich es eigentlich mitgenommen. Mit diesen Ladies, die Vintage Ladies. Und dann hier wieder Schriftstempel. Finde ich auch super. Und dann noch mal hier so, auch so Comic-mäßig. Ich verstehe kein Wort, aber ich nehme mal an, dass es Sinn macht. Es ist wohl Französisch. Finde ich jetzt aber auch nicht wirklich schlimm, dass man das nicht versteht. Ich finde irgendwie, es kommt auch so ein bisschen auf die Motive an. Es ist viel Vintage und ich mag Vintage, deswegen musste ich die mitnehmen. Und hey, für 5 Euro kann man da echt nicht meckern. So, und dann schauen wir mal die Halbperlen. Ein Päckchen hier in so Braunton. Also das waren jetzt vier, 19 Päckchen. Ich vermute mal, dass in einem so ein Päckchen um die 40, 50 Stück vielleicht dran sind. Finde ich für 3 € durchaus okay. Und ich benutze die Dinger gerne. Für meine Blümchen unter anderem. Ja. Und dann habe ich bei der Scrapbook-Werkstatt hier noch ein Schnäppchen gemacht, meines Erachtens. Ich habe hier mir noch mitgenommen so eine Einladung zum internationalen 12. Scrapbooking-Weekend im April. Da werden hier diese ganzen Dinger gemacht in diesen Workshops. Und das Ganze kostet 300 bzw. fast 400 €. Ja, ich überlege, ob ich das vielleicht mache. Ich mache ja sonst keinen Urlaub. Aber es ist ja noch ein bisschen hin. Ich muss mir das auch noch gut überlegen, weil 300 bzw. 400 € sind viel Geld. Ja, und ich habe ja eben gerade gesagt, ich habe jetzt erstmal Einkaufssperre. Wenn ich das wirklich bis April durchhalten sollte, dann kann ich mir das vielleicht leisten. Ja, jedenfalls Kreativwerkstatt habe ich mitgenommen. Zwei Spellbinders Shape Abilities heißen die, glaube ich. Ich habe von. Das hier ist jetzt eins mit Bordürenstanz mit dabei. Ich habe mir vor längerer Zeit bei IFS Trend Shop, ich glaube bei dem war es, so ein marokkanisches, marokkinisches Set bestellt.
Was ich dafür bezahlt habe, weiß ich nicht mehr. Aber so um die 15 Euro werden es wohl gewesen sein. Und ich habe jetzt für dieses 9,50 € bezahlt. Und ich weiß, dass die in den Online-Shops, wenn man sie denn findet, immer über 15 Euro liegen. Von daher fand ich 9,50 € wirklich gut. Ich finde auch hier diese Bordüre sehr, sehr cool. Und das Ding hier und das da, das kann ich, glaube ich, auch gut für meine Blümchen, wobei das für die Blumen eigentlich zu groß ist. Aber ich denke, ich kann das auch anderweitig verwenden. Und für die Alben ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Und dann habe ich noch ein Set mitgenommen für 10 Euro. Nämlich dieses hier. Und auch da hatte ich den Gedanken, zumindest die kleinen hier für meine Blümchen auch zu verwenden. Dann habe ich einen Shop entdeckt, den ich noch nie auf der Messe gesehen habe und von dem ich auch noch nie irgendwas gehört habe. Was machst denn du da? Es tut so wieder so, als wäre nichts. Legst du das etwa ab? Geht's noch? Jedenfalls, ich habe noch nie was von diesem Shop gehört. Er heißt Gummi Japan. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Hat aber auch eine Webseite. Und dort habe ich mir hier diese kleinen Notizzettel mitgenommen. Da hat eins 10 Cent gekostet. 10 Cent eins vor der Rückseite. Entweder 1, 10 Cent oder 20, 1,50 €. Euch ist ja klar, dass hier 40 Stück liegen, ne? So, also ich will es euch zeigen. Hier mit so Eulchen. Ich finde die wirklich super cool. Die habe ich mehrfach mitgenommen. Dann hier diese Christmas. Und von denen habe ich gleich mal 10 Stück mitgenommen, weil die haben nämlich auch schon so eine richtig passende Größe, dass man sie gerade so, wie sie sind, auf eine Karte draufklebt. Ist die Weihnachtskarte fertig. Ohne Witz, ich finde die richtig, richtig cool. Also von denen habe ich 10 Stück mitgenommen. Rückseite sieht dann so aus. Dann hier noch mit Vögelchen. Und da oben mit Notes. Rückseite. Anderes Vögelchen mit Notes. Pretty. Die habe ich auch mehrmals mitgenommen. Also die hatten da, weiß ich nicht, so um die 20 verschiedene Designs da rumliegen. Auch für Herbst und Halloween. Die habe ich jetzt aber nicht mehr mitgenommen, weil es ist ja jetzt vorbei. Da habe ich hier noch eins mit solchen Tags, so Vintage-Tags. Ist auch cool. Dann hier mit Schmetterlingen und Vögelchen. Komm, stell scharf. Ja, mein Akku vom Handy ist fast leer, deswegen wird er jetzt ein bisschen lange brauchen. Auf der Rückseite sind da die Schmetterlinge, den habe ich auch mehrmals. So sieht die Rückseite aus. Habe ich auch mehrfach. Dann ist hier noch so eins.
Und die haben mir richtig gut gefallen hier. Boxseite habe ich auch mehrfach. Dann habe ich hier noch eins. Nochmal so einen Vogel. Auch mehrfach mitgenommen. Und dann habe ich noch von diesen eine ganze Menge Hochsuche. Die haben mir auch richtig gut gefallen. Ja, die habe ich auch mehrfach mitgenommen. Cardstock SE, das war der Shop, auf den mich die Kerstin aufmerksam gemacht hat. Dort habe ich dieses Papier gekauft. Alice in Wonderland. 16 Papier. Leider doppelseitig. Ich mag es doppelseitig ja nicht so gerne. Und ich bin ja ein großer Alice in Wonderland-Fan. Deswegen kam ich an diesem Blog nicht vorbei. Der hat jetzt 12 Euro gekostet. Richtig geile Motive, wie ich finde. Auspacken will ich es jetzt nicht. Was ich aber ziemlich cool finde, ich habe vor kurzem bei wish.com bestellt Stempel. Ich glaube, sie passen zu diesem Papier. Das Zeug, was man beim Wish bestellt, das ist ziemlich lange unterwegs. Es ist halt sehr günstig, die Versandkosten sind sehr günstig. Aber es werden Versandzeiten zu bis zu 4 Wochen angegeben. Ich habe das ungefähr vor einer Woche bestellt. Also wenn die Sachen dann da sind, werde ich sie euch zeigen. Und dann gucke ich auch nochmal. Aber ich bin mir ziemlich sicher, hier das mit, die Alice hier mit dem langen Hals, ich bin mir ziemlich sicher, dass die Stempel sind. Die hatten in dem Shop auch passende Stempelset zu diesem Papier. Und deswegen glaube ich, dass das das ist, aber die haben das für 6 Euro verkauft und ich habe nur 1 Euro plus 1 Euro Versand bezahlt. So, und zu allerletzt habe ich mir noch Stanzen gekauft. Und zwar war ich ursprünglich auf der Suche nach sowas. Quadratisch, einfach nur quadratisch. Ich hätte es gern ein bisschen größer gehabt. Ich glaube, das wird mir jetzt ein bisschen arg knapp. Wer mir auf Instagram folgt, der hat vor kurzem vielleicht mal gesehen, dass ich so ganz kleine Mini Polaroid-Dinger gebastelt habe in Bellies. Und die habe ich halt von Hand geschnitten. Und wer mir schon länger folgt, der weiß, dass ich mit Schere auf Kriegsfuß stehe. Ich bin einfach unfähig, gerade zu schneiden mit einer Schere. Ganz egal, welche Schere es ist und ganz egal, welche Strecke ich schneiden soll. Selbst wenn es nur ein Zentimeter ist, schaffe ich das schief zu machen. Und deswegen wollte ich eigentlich eine Stanze und auch gerne eine Handstanze. Und jetzt hätte ich natürlich gerne noch eine gehabt, mit die ein bisschen, also zum einen eine, die ein bisschen größer ist. Und zum anderen noch eine, die hier außen solche Zacken hat, wie eine Briefmarke. Also ich hätte auch gerne so Briefmarken-Embellishments machen wollen. Ich habe jetzt leider nur das Ding gekriegt. Ich hoffe, dass es mir wenigstens ein bisschen die Arbeit erleichtert und wenigstens ein bisschen schneller das Ganze machen lässt. Gekauft habe ich das bei, ich weiß nicht mehr genau, wie der Shop hieß. Irgendwas mit Terzjew. Kreativshop, Kreativatelier, Bastel, was weiß ich, ja.
Irgendwas mit Tetzef, ich weiß es einfach nicht mehr genau, wie er wirklich hieß. Der hatte auch solche Set-Angebote für die Handstanzer. Von dieser Preiskategorie habe ich jetzt nur den einen mitgenommen, der hat 3,50 Euro gekostet. Und dann habe ich noch eine andere Kategorie mitgenommen, die hätten eigentlich 5 Euro das Stück gekostet. Also der hat gesagt 5 Euro das Stück und wenn du 3 nimmst, 12 Euro. Und das war mit seinen 5 Euro schon günstig eigentlich. Und da habe ich mir mitgenommen. Einmal das Rentier. Hirsch, wie auch immer. Also wie ich schon gesagt habe, ich bin im Hirschfieber. Ach, da steht es doch drauf. Da guckt Atelier Tjerzjev. Da steht es drauf. Also einzeln 5 Euro. Ich habe 3 Stück für 12 Euro gekauft. Dann habe ich mir mitgenommen hier dieses Blatt. Ich bin gespannt. Habe ich mir für meine Mini-Röschen mitgenommen. Und dann, damit ich das Dreier-Set voll kriege, habe ich dann noch die Blumenstanze mitgenommen. Jetzt fragt ihr euch natürlich bestimmt, warum ich denn jetzt noch eine Handstanze gekauft habe. Ich habe ja so viele Big Shot-Stanzen für Blümchen. Ist wohl wahr. Aber wenn ich Blumen bastel, dann bastel ich die meistens, wenn ich nicht gerade irgendwas ausprobieren will, bastel ich die gleich in Menge. Also sprich, ich schneide mir da 1, 2, 3 Bögen zurecht, stanze die Dinger aus. Und dann nehme ich gerne meine Big Shot Stanzen, weil ich da halt auch mehrere Blätter auf einmal durchnudeln kann. Wenn ich jetzt aber mal nur was ausprobieren will oder wenn ich nur so Papierreste fetzen habe, wo ich allerhöchstens eine halbe oder eine ganze Blüte bei rauskriege, dann ist mir das immer zu viel Arbeit, dann die Big Shot, die Stanzen da richtig zu positionieren, weil das dauert ja auch alles, bis man das da richtig in die Maschine eingelegt hat und durch und aus der Form wieder rausgepickt. Und also für die Papierreste dauert mir das viel zu lange und deswegen wollte ich eine Handstanze schon lange. Das zum einen und zum anderen habe ich ja schon öfter mal erzählt, dass meine Wellies in meinem Bastelzimmer sind und abends, wenn ich da abends drin sitze mit Licht und die wollen schlafen, sind die halt so laut. Und wenn ich dann abends noch lustig bin, irgendwas zu basteln, dann kann ich das mit so einer Handstanze auch draußen im Wohnzimmer machen. Weil die Big Shot von hinten mit rausschleppen und die ganze Stanzform mit rausschleppen, das mache ich dann auch wieder nicht. Ja. Also das nur zum Hintergrund fand ich jetzt auch Schnäppchen. Also für meine Begriffe zumindest. Ja, und das war mein Messeeinkauf. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, ihr schaltet immer mal wieder ein, um zu gucken, was ich denn damit alles anstelle, denn ich werde einiges mit anstellen, hoffe ich zumindest. Ich habe zumindest bei allem, was ich gekauft habe, schon mal Ideen gehabt. Das war also, oder Vorhaben zumindest, das war in den letzten Jahren auch nicht immer so, da habe ich oft auch Sachen gekauft, einfach nur um sie zu haben, weil ich sie schon länger wollte. Ja, preislich jetzt mal rechnen. Also um die 130 Euro. Geht. Also ich habe schon schlimmer eingekauft auf der Messe. Ja, ist natürlich trotzdem viel Geld. Viel, 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 viel Geld. Aber ich sag mal, ich fahre auf so Messen, wenn es viel ist, 3-mal im Jahr. Die in Frankfurt ist die größte. Anfang Januar ist dann die nächste in Ludwigshafen bei mir in der Nähe. Und ich weiß es ja, im März, glaube ich, ist in
Wallau, die kleinere Messe. Aber in Ludwigshafen und Wallau, da gebe ich nie so viel aus. Ich muss jetzt eh erstmal verarbeiten. Genie. Very excited. Sie will, glaube ich, dass ich ihr ein bisschen Aufmerksamkeit gebe, nachdem ich den ganzen Tag nicht da war. So, ich hoffe, euch hat mein Messe-Haul und mein Messe-Vlog gefallen. Ich hoffe, ihr seid bei den nächsten Videos auch wieder mit dabei. Und ja, ich wünsche euch... boah, ich bin total fertig. Ich wünsche euch einen schönen Tag, schönen Abend, schöne Zeit, wie auch immer. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!